So, meine Freunde, hier mal kurz ein Video zu Marcel Sobotka, der jetzt mit Werder in Verbindung gebracht wird. Werder soll wohl großes Interesse an Marcel Sobotka haben. Das Ganze ist auch von Sky bestätigt. Wir schauen uns das Ganze mal kurz an. Das ist hier der große Artikel. Verlängerung oder Wechsel. Sobotka hat die Wahl. Ich werde euch den ganzen Artikel auch mal unten verlinken. In dem Artikel geht es im Prinzip darum, dass Sobotka selber die Wahl hat zwischen Verlängerung bei Düsseldorf, denn das bieten die ihm auch an, oder eben ein Wechsel zu Schalke oder Werder, den beiden wohl ein Interesse an Sobotka nachgesagt wird. Bei Schalke ist es aber eher nur so, wenn sie nicht aufsteigen sollten. Nur dann wäre Sobotka wohl interessant. Bei Werder sieht das Ganze auch anders aus. Auch im Falle eines Aufstiegs soll Sobotka wohl eine interessante Wahl sein für Werder. Und das Interesse sei wohl da. Marcel Sobotka selber ist, ich glaube, sogar Kapitän bei Düsseldorf. Ich meine zumindest, falls das jetzt falsch ist, korrigiert mich gerne. Das kann sein, dass ich mich da auch vertue. Aber ich meine, er ist Kapitän bei Fortuna Düsseldorf und auch absoluter Stammspieler, wenn er nicht gerade verletzt ist. Er war nämlich zwischenzeitlich verletzt diese Saison, hat deswegen von 32 möglichen Spielen 23 gemacht, aber wo er halt fit war, hat er auch gespielt. Ist 28 Jahre alt geworden, Geburtsort Gelsenkirchen, Position defensives Mittelfeld, 1,85 groß, 1,2 Millionen Marktwert und ablösefrei. Also im Sommer ablösefrei, das ist das Wichtigste, glaube ich, zu erwähnen. Sein höchster Marktwert war mal 3,5 Millionen. Und ja, jetzt Hauptposition defensives Mittelfeld, Nebenposition zentrales Mittelfeld und Innenverteidiger. Was sagt ihr zu Marcel Sobotka? Wie findet ihr ihn? Schreibt es mal gerne, gerne unten rein. Ich bin selber sehr gespannt. Es gibt auch eine richtig geile News nochmal für euch. Es kommt entweder heute nochmal ein Special-Video. Da seid sehr gespannt mit Special Guest. Oder es kommt der Ausblick halt. Sonst wird der Ausblick auf morgen verschoben, wenn das beste Video heute kommt. Aber ja, das wollte ich auf jeden Fall nochmal mitteilen. Zu Marcel Sobotka selber sage ich, ist es ein Sechser. Ist ein Sechser, den du scheinbar wohl auch weiter hinten, also auch in der Fünferkette vielleicht spielen lassen könntest. In demnach nicht verkehrt, ablösefrei. Das ist eh das, womit wir uns am meisten beschäftigen. Von daher, das sieht alles gar nicht schlecht aus. So würde ich es einfach einordnen. Ja, was am Ende dann dabei rumkommt, werden wir sehen. Aber ja, gerne jetzt mal eure Meinung zu Sobotka.